Hi Jay. Hi Alex, herzlich willkommen. Herzlich willkommen heute zum nächsten Stream. Heute geht's weiter auf dem Red Bull Ring. Wir haben heute unsere zweite Rennwoche. Your skin has been uploaded. Oh, und jetzt habe ich meinen Skin abgeloadet bekommen und wir haben heute zum ersten Mal unseren neuen Stream Skin. Den sieht man auch hier mittlerweile, aber auf den kommen wir dann wieder später in der, ja, in den Highlights zu sprechen. Jay, gibt auch schon mächtig Gas hinter mir. Ich glaube, wir können mal in der Outlap fahren. Bei mir ist Winterlandschaft. Wie sieht's bei dir aus? Oder bei mir ist Scheiße, Gewitter. Gewitter. Okay. Das ist gleich. Ja, bei mir auch. Bin in die Leitplanke. Ich stehe auch in der Leitplanke. Ich gehe nochmal zurück in die Box. Skins are ready. Press the restart button. Ja, also Restart-Button auch bei mir. Es wurden etliche Skins. Drei Stück. Upgedatet, genau. Machen wir das Ganze mal. Da wäre noch mal kurz Zeit, über die Strecke zu sprechen. Ich hoffe, dass sich das Stream mittlerweile gefangen hat, denn wir hatten leichten Aussetzer hier. Sollte jetzt aber funktionieren, hoffentlich. Wenn nicht, tut es mir leid. Es liegt nicht in meiner Hand. Das ist bisschen doof dann. Ich hoffe, das klappt. Jedenfalls, Neustart jetzt mit den geladenen Skins. Jay, wir hatten gestern ein kleines Training hier. Auf dem Red Bull Ring, wir fahren die National-Variante, also die kleine. Vielleicht mal zwei, drei Worte von dir dazu. Ja, die Strecke ist langweilig. Zu kurz für das Auto, meiner Meinung nach. Und wir werden jede Menge Runden fahren, die aufs Geduld und gute Nerven gehen. Your Wir skin has been haben uploaded. mehrere Ecken, wo wir leider ungültig die Runden bekommen, weil man Skins zum check, Beispiel den nothing new, Tenuan oder carry on. Lastern nicht sauber erwischen kann. Das Thema Vorderrad links wird auch so ein Thema sein. Das fängt uns auf gelben Status zu gehen zwischen 12. und 14. Runde. Ja. Also Reifenmanagement, das wird auch ein Thema sein. Vom Spritverbrauch ist die Strecke relativ gemütlich. Ich verbrauche nicht unbedingt viel mehr wie der Alex. Was für ein Wunder. Ja. Ja, so viel zum Thema, ha? Ja, Überholmöglichkeiten haben wir nicht viele. Du hast angesprochen, Turn 1 wird sehr, sehr schwierig werden. Aber vielleicht noch mal kurz einen Punkt von dir aufzugreifen. Die Strecke ist langweilig. Ich würde sagen, ja, sie bietet sehr wenig Kurven und der Abstand zwischen dem ersten und dem letzten wird jetzt nicht unbedingt groß sein. Aber sie ist dahingehend schwierig, weil wir noch nicht, glaube ich, das passende Setup gefunden haben. Wir haben uns relativ schnell auf ein Setup eingeschossen in Most letzte Woche. Jetzt hier, das Auto untersteuert wie der Teufel. Wir haben am Ende dieser kurzen Runde, ich weiß jetzt nicht, wie lang es ist, irgendwie 2 Kilometer, glaube ich, müssen wir nachgucken, haben wir Reifentemperaturen von über 110 Grad vorne links. Und es resultiert dann natürlich darin, dass wir ganz schnell in den gelben Bereich kommen werden. Der Verschleiß ist sehr, sehr hoch und da wird einfach Reifenmanagement heute an der Tagesordnung ganz weit oben stehen. Da müssen wir wirklich sehr, sehr gut haushalten, um dann am Ende, gegen Ende des Rennens nach 21 Runden eine noch konkurrenzfähige, brauchbare Zeit zu fahren. Ansonsten die Kurven hier, für mich Turn 1 ist mitunter die wichtigste Kurve. Der letzte Turn ist ebenfalls sehr, sehr wichtig. Da kann man schneiden, allerdings nicht zu sehr, denn sonst wird auch wieder die Runde ungültig gemacht. Oh. Schwierig. Herausfordernd. Langweilig, aber die Strecke hat es doch in sich. Also es ist ein Mix aus beidem, wenn du mich fragst. Ja, und wir werden wahrscheinlich jede Menge Überrundungen haben, Das kommt noch dazu, das habe ich vergessen, ja. Guter Punkt. weil die Strecke so kurz ist. Wir fahren hier unter einer Minute. Und ich glaube, wir werden ganz schnell auf das Ende auffahren. Bei 23 Fahr 23, 24 Fahrzeuge auf der Strecke
bei der kurzen Länge, das wird auch jede Menge Stau geben. Ja, ich muss dir kurz ins Wort fallen, denn der Typ vor mir, der wärmt gerade seine Reifen auf. Ich möchte anmerken, es ist absolut irrsinnig, sowas jetzt hier zu tun. Bei der kurzen Runde wird er selber sehr, sehr schnell merken, dass er innerhalb von einer Runde hier einen rotglühenden vorderen linken Reifen hat. Also meine Devise lautete eher jetzt, die Reifen zu kühlen als anzuheizen. Den Effekt werden wir gleich sehen. Wer fährt vor dir? Der polnische Landsmann. Ja, Beres. Ja, Darius. Richtig. Beres. Ja. Mhm. Meine Runde ist ungültig, das heißt, ich werde jetzt versuchen, hier den Reifen so gut es geht zu schonen. Der hat jetzt schon nach anderthalb Runden 96, 97 Grad vorne links. Der Hammer. Also Turn 1 hat es mir gerade angetan, da bin ich raus. Grad. Ist auch noch nicht da, wo er sein soll. Also ich bin jetzt hier, zwei Autos hinter dir. Mhm. Einer hat sich gerade auf die Seite gestellt, einer ist aus der Box gekommen, also richtig eng. Ja. Eine gute Zeit, Quali-Zeit zu fahren, wird schwierig. Sehe ich genauso. Weil ich hänge schon dem Tippen jetzt im Heck. Jetzt muss ich abbremsen, das macht keinen Sinn. Schon wieder ungültig. Nein. Ach, du bist vor mir gewesen jetzt. Bei dem orangefarbenen bist du. Jetzt Gas rausnimmt, Jay, das war jetzt leider blöd. Okay, ich habe die jetzt. Ich habe hinten mir zwei Orangene gehabt. Okay, jetzt habe ich Platz nach vorne, Platz nach hinten. Die Runde kann ich abhacken, sind 2 Sekunden Delta. Eieieiei. Na, jetzt hab ich den Polen vor mir. Anton war gut erwischt. Minuten nach. Nicht stressen, ganz gemütlich, gechillt fahren. Das kriegen wir noch hin. Auf jeden Fall. Lasten verkackt. Trotzdem wird einigermaßen gute Zeit. Sepp, danke. Jay und ich pushen.
Die Zeitenverbesserungen kommen bei mir. Und auf 5 Grad vorne links. Nein. Ich habe wieder den vierten Gang nicht bekommen. In dem Moment, wo ich den gebraucht hätte, das wäre Bestzeit gewesen. Oh. Jetzt habe ich den Ohren im Drift gemacht. 15. gleich verloren. Harter Kampf da um die vorderen Plätze. Ach, Abflug. Ein langsamer Pilot. Castillo. Meine letzte Runde. Oh Manometer, ey. Kollege. Diese Pink-Geschichte ist natürlich auch so eine Sache. OJ, es wird echt einen Haufen Überrundungen geben. Ja. Oder ich steck's. Ja, 8 Sekunden hat es jetzt auch nicht mal geschafft. Jetzt muss ich zugucken, in der letzten Minute oder in der letzten Runde. Was ist da vorne los? Ich stelle mir schon mal mein Racing-Setup ein. 16 Liter nehme ich mal mit. Okay, P9. Gucken wir mal, es sind noch einige unterwegs. Aktuell P4, JP9. Wie viel Sprit nimmst du mit? 17. 17 oder 18. Junge, Junge, das wird echt. Ich hoffe, das gibt keine Massenkarambolage. Wir haben gesehen, dass die Rennen davor sehr chaotisch zugingen, also verliefen.
Das muss heute auf jeden Fall besser werden, ja, oder ruhiger angehen. Gut. Also gut, also ich nehme die 23, die 16 Liter mit. Die 16 Liter sind bei mir nur 20,5. Oh, da hätte es so Was zu wenig. denn? Ich nehme die 18. Also, Ein Liter mehr, ein weniger. Heute Karre. P4P9 für uns beide. JFP9, ich auf P4. Ich kann dich Ah. sehen. Da hinten steht er, schräg. Hier sieht man ihn. Das ist der J. Aber wie vorhin eingangs erwähnt, die Skins von Sepp Vetter, auf die gehen wir in der Analyse ein. Schöne Grüße nochmal. 18 Liter, so 25 Sekunden. Ich steige ins Cockpit. Ja. Wünsche viel Glück unseren Zuschauern auf jeden Fall viel Spaß. Das wird halt sehr interessant werden, glaube ich. Walter Toro von mir. Okay, bei dir? Ziemlich eng. Mhm. Und da versucht einer jetzt hier zu überholen. Ey. Volles Risiko. Ey. Der ist in die letzten zwei Kurven neben mir reingefahren. Ey. Achtung, Dreher hinten, Turn 1. Ja, ich habe einen auch noch reingeboxt. Ich musste bremsen, zwei haben mich überholt. Ach, mich wurde umgedreht. Okay. Ich bin der Letzte. Denk an das Rennen, denk an die Reifen. Ja, also ich bin der Vorletzte. Alter, Idiot. Ein Incident. So ein Zettel, ich glaube, da hatten wir nicht gesehen. Beziehungsweise der wollte dich nicht sehen. Was der in Turn 1 gemacht hat, Lap 3, weiß ich nicht. Eine vernünftig gewartet, bis ich vorbeifahre. Wurde auch wahrscheinlich gedreht im Lastern.
108 Grad Reifen. Kann gleich überholen, trainieren. Ich habe jetzt 1,8 Sekunden in der letzten Runde abgenommen und ich laufe auf eine Gruppe auf. Drei Leute auf den One nebeneinander reinzufahren und ich bin gleich der Vierte. Mhm. Ah, ich habe einen reingeboxt. Passiert, Jane, passiert. Uah. Und einer fährt aus dem Acker direkt auf die Strecke. Einer hat schon aufgegeben. Mhm. Jetzt muss ich ganz an der Mauer fahren, weil da du hast nicht gedacht, du kommst hinter mir durch. Ja, ich kann das jetzt leider nicht konzentrieren, weil kommentieren. Okay, alles gut. Weil ich hier gerade richtig hart am kontrollieren bin. Mhm. P1 ist noch in Griffweite, P2 muss ich hinten. Da kann ich jetzt leider nicht mitreden. Ich muss jetzt in den Tunnel reinkommen. Also dann ein, zwei Runden jetzt Stille. Du Arschgesicht! Jay. Was für ein Wichser, ey. Jay. Ja. Das geht so nicht.
8,5 Minuten noch. Das ist der Zeitpunkt, wo langsam die Räder vorne links, das Rad vorne links sich meldet. Ich habe gerade den nächsten abgeschossen. Vorne links ist gelb. Junge, Junge, der hinter mir, der kürzt ab, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das ist auch ein bisschen wild. Nächste Berührung. Schaut euch das mal im Rückspiegel an. Der Typ ist permanent auf der roten Seite im letzten Turn. Noch 4 bis 5 Runden. Die erste Überrundung macht sich bemerkbar.
Zwei sogar. Come on. Alter Verwalter. Nein! Junge, das ist eine Überrundung. Was macht der Typ da? Was macht der Typ da, dieser Orange? Alter. Das hat jetzt erstens fast ein Incident gegeben, zweitens hätte es mich fast P2 gekostet. Und da kommt einer aus dem Gras. EJ verrückt. Ach nee, komm, echt. Alter, ich hab P2 verloren. Ich hab P2 im letzten Turn verloren. Ich.
Oh Gott. Oh Mann, ärgert mich das. Scheiße, Scheiße. Bist du am Start, Jay? Ich bin froh, dass es vorbei ist. Warte, noch nicht. Ja. Oh. Junge, bin ich. Mir fehlen da echt gerade die Worte. Hey, ich hab im. Ups. Sorry, ich bin auf Escape gekommen. So schlimm war es doch wieder nicht. Sorry, sorry. Ärgert mich das, ey. Ich hab P2 im letzten Turn verloren. Aber der Reihe nach. Und zwar, ich kann. Also jetzt schon mal der Ausblick auf das, was da geschehen ist in der letzten Kurve. Ich glaube. Diese blöde Überrundung, der Typ, der sich da meinte, mich mit mir betteln zu müssen, der hat mich total aus dem Konzept mal wieder gebracht. Egal. Jetzt ist halt schon vorbei. So, Jay, du bist dabei, oder? Ich bin schon dabei. Gut, was haben wir für ein Wetter? Ich muss mal kurz mehr Licht machen. Mehr Licht muss ich machen. Du hast Winter. Weiter zurück. Ja, wir sind im Winter gefahren, wir lassen jetzt auch Winter. Ah, okay. So. Meine Herren, bevor wir starten, gucken wir uns die Bemalung nochmal an. Viele Grüße an Sepp. Der hat uns hier wieder so ein schönes Ding zusammengebaut. Meine Farbgebung ist die weiß-rot-hellblaue mit der 16 drauf. Jay hat eine weiß- dunkelrote, dunkelblaue, genau. Und Martin fährt in seinem gewohnt grün-weißen Kleid. Interessant, oder Besonderheit an der Stelle ist einfach, dass wir auch die Nummern der anderen tragen. Hier ist die 41 von Martin und hier die 28 von Jay. Genau, so sieht's aus. Lass uns mal kurz zu dir rübergehen, Jay. Dann wissen wir auch, okay. Du bist Wagen Nummer 4, so sieht's bei dir aus. Hier die 16 von mir, die 41 Mike Mars, hier steht's drauf. Also wir fahren hier wieder mit einer sehr, sehr schön lackierten. Ja. Oh, hast du die selber wieder reingemacht? Wie? Die ja? Ja. Okay. Die sind von dem alten Skin. Okay. Gut, also, dann hätten wir das. Schauen wir uns mal den Start an. Vielleicht mal aus deiner Sicht und dann switchen wir mal zu mir. Also ich habe ganz gut Start erwischt. Ich habe eine Position da schon gewonnen. Aber ich denke, in Turn 2 war vorbei. Gucken wir mal. In Runde 2, Turn 2. Ja, jetzt los, relativ gut weggekommen, alle. Du von P9, ich bin von P4. Alles noch sehr sauber, sehr gesittet. Gucken gleich nochmal, was hinten los war. Also Turn 2 war noch ganz gut. Wie bei dir hier Turn 3? Runde 2, Turn 2. Achso. Ja, dann lassen wir mal durchlaufen. Also hier war schon extrem eng. Walter Toro vor dir, der hat, glaube ich, ein Rennen heute gewonnen oder der fährt sehr, sehr weit vorne immer mit. Da ja, eine Divebomb von Gian Ferreira. Sind ambitioniert an die Sache reingegangen. Und dann machen wir mal die Schlüsselstellen aus, damit wir am Donnerstag, wenn wir das nächste Mal wieder heizen, dass wir da wissen, wo wir was besser machen können. Ich musste vom Gas gehen, weil ich war schneller. Ja, manchmal lohnt es sich einfach da zurückzuziehen. Du siehst, wie Walter Toro da richtig reingeht. Hey, da biegt schon einer da ab. Ich denke, da habe ich erst den Kontakt gehabt. Ich habe den nur leicht berührt. Martin schreibt gerade, Walter Toro hat das... Oh.
Ah, da bleibt ja nichts anderes übrig. Als zu warten. Ja, gucken wir uns mal die Szene nochmal kurz genauer an. Und zurück noch, glaube. Das war so ein klassischer Turn-In. Reihe Kamera kurz nach oben. Ich glaube, hier werden wir es ganz kurz sehen. Also der Jay ist, ich glaube, wo bist du? Der Blaue. Außen hier, ne? Der da. So. Neben dem mit dem weißen Dach. Okay. Also Jay, du machst dir den, du fährst rein, auch ganz minimal. Ich glaube, ich musste bremsen, weil der Schwarz-Rote, sonst hätte ich den erwischt. Guck mal, der ist mit stehenden Rädern. Wer? Da. Der vor mir. Der auf der linken Seite. Mhm. Guck. Ah, okay. Ja. Bremst da rein. Schwierig, in dieser Situation zu entscheiden. Das ist halt jedes Mal so, ne? Was macht man da? Ja, es ist echt shit, dass es auch in der zweiten Runde passiert ist, wo alle so eng aufeinander fahren. Das ist echt schade. Ja. Okay, du hast dich dann wieder als Letzter eingegliedert und bist dann hinterher gefahren. Ist ich denke, irgendeiner ist noch jetzt von hinten gekommen. Also da war ich als Vorletzter da. Dann gab es noch irgendeinen. Wir springen mal aber jetzt bei mir rein, weil bei mir wurde es dann interessanter. Das ist jetzt Ende Runde 2 und man sieht, dass sich die zwei hier richtig battlen. Der Willian Beam und der Darius Beres. Die fahren da richtig hart auf die da drauf zu. Und pass mal auf, wo ist das? Guck mal, der bremst hart rein. Oha. Der hat damit nicht gerechnet. Ja, aber Alter. Der war so mit dem Orangenen. Aber dann muss er wohl merken, wie hart der auf die Bremse steigt. Schaut euch das mal an nochmal. Ja. Er bremst und ich bin. Da verliert man auf der Seite, wie er das gemacht hat, bei dem Auto. Irgendwie funktioniert das nicht. Zum Beispiel beim Seat Leon kannst du da ganz schön außen dir einen größeren Radius und schnelle Geschwindigkeit um die Kurve nehmen. Aber das Auto rutscht da extrem. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wir schauen mal in die TV-Kamera, in die Cockpit. Also das ist meine Cockpit-Kamera. Ich habe mich darauf eingestellt, dass ich hier auf jeden Fall noch 2-3 Runden hinter den herfahren wird. Da wird irgendwas passieren. Dass ich allerdings 150 Meter weiter später schon Kontakt mit dem Brasilianer hier haben werde, wusste ich nicht. Ich wurde überrascht, da hat die Tür aufgemacht und dann dachte ich, ich probier's. Schau mal, wie der abbremst. Ich denke, der hat selber nicht gewusst, dass ihm das Auto so... Ja, ist jetzt genauso wie der Martin, der schreibt 100% selber schuld. Aber jetzt bietet es sich doch natürlich an, die Situation aus seinem Auto zu sehen. Das ist der Führende. Das ist er. Angenommen, der hat die gleiche Perspektive. Ja, hier hinten bin ich. Gehen wir noch mal ein Stück da. Das ist jetzt der letzte Turn. Wäre auch interessant, sein Lenkrad zu sehen. Guck mal in den Rückspiegel. Muss mich da gesehen haben. Guck mal, mit welcher Speed ich da vorbeifahre. Ich sehe es auch 100% selber schuld. Das war ein blöder Fehler von dem Typen. Und er hat mich leider zum Schluss dann in der letzten Kurve noch geschnappt. Ne? Ist halt blöd gelaufen. Aber gut. So, dann habe ich mich hinter den... Also hier sind wir uns einig. Warte mal, ich möchte gerne das Ganze nochmal von hier sehen. Es geht schnell. Schaut euch mal an, wie unnatürlich dann diese Lenkbewegung ist.
Oder das, was der da gemacht hat. Also wir kommen hinten jetzt gerade über Startziel. Er Ich denke, versucht da der. zu überholen. Guck mal, wie der auf die Bremse steigt. Was wollte der? Und also da kann ich mir selber nicht mal was vorwerfen. Ich meine, wenn ich irgendjemanden crashe, da habe ich meistens ein schlechtes Gewissen, dass ich den mitgenommen habe. Aber dieses Mal denke ich mir, nö, auf keinen Fall. Also, jetzt bin ich ja hinter dem Polen hinterher. Cool, ein bisschen vor. Der ist auch überraschenderweise im Qualifying stand auf Polen, ne? Der ist sehr gut gefahren. Okay. So, jetzt die Anfahrt auf Turn 1. Boah, da bist du richtig gut rausgekommen. Hast du noch zurückgesteckt oder hast du Das werden wir sicher? jetzt sehen. Ich bin geblockt und bin dann da durch. Okay, also, aber beide auf ungültige Runde, weil ihr über Kerb gesprungen seid. Ja, aber wenn man sowas macht, dann nimmt man das in Kauf. So, Ja. und jetzt fing es halt so an, jetzt hüpfe ich mal ein bisschen, weil hier vorne ist nichts passiert. Er ist dann jetzt leider echt weggefahren. Und die zwei, die haben sich dann jetzt angefangen halt zu betteln. Jetzt springe ich mal 5, 6 Runden vor. Sah die Situation so aus, da hat ihn dann irgendwann mal geschluckt. Und aus meiner Sicht, und dann hüpften wir gleich zu dir, Jay. Letzte Runde sah so aus. Ah, nee, Oha. nee, 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 wartet mal, wartet mal. Das ist der Überrundende. Ja, mit dem habe ich auch was gehabt. Guck mal. Kein Kontakt, ich muss hier vorbei. Ich kämpfe jetzt in der letzten Runde jetzt um Platz 2, ums Podium. Und was macht der? Der liefert sich mit mir in Kampf. Und dem lässt der freie Durchfahrt, ey, das ist. Das war vorletzte Runde, oder? Das war die vorletzte Runde, exakt. Und jetzt gehen wir mal in die letzte rein. Boah, aber der Kerl hinter dir, der fährt über alle Streckenlimits. Also in der Realität hätte das echt Hardcore-Strafen gegeben. Deswegen, Chapeau. wir gucken uns gleich mal eine Szene von ihm an. Ich habe auch viele hier gesehen, die ziemlich weit rausfahren. So, und da habe ich die Speed verloren. Oh nein. Dann war es vorbei, ne? So habe ich den dritten Platz hergegeben. So habe ich auch meinen 11. fast verloren bei Start-Ziel-Durchfahrt. Ja, aber jetzt mal Ja. ehrlich, warte mal, wo ist der Typ nochmal? Hier, diese Aktion mit dem Franzosen. Normalerweise guckt da ein Rennleiter drauf und sagt dem, hey, Ja, der musste schon längst eine gelbe Flagge sehen. der müsste eine blaue Flagge sehen und der müsste eigentlich eine Strafe bekommen, weil er die blauen Flaggen ignoriert hat. In der Realität ist es so. Jetzt gehen wir mal zu dem Typen hier nach hinten. Warte mal. Da möchte ich mal kurz zeigen, dass der echt uncool gefahren ist. Vor allem jetzt mal die letzte Kurve, wie der die fuhr. Das ist okay. Oha, ne, das Jedes, also es war jetzt, ich kann jetzt hier, glaube ich, 10 solcher Stellen zeigen. Das ist jetzt eine andere Runde. Mal sehen, wie er es hier macht. Ah, ja, das ging noch. aber ich denke, da hat er, und das heißt auch schon ungültig, Ja. weil er den gelben Stein zwischen die Räder genommen hat. Hier wieder einmal ganz hinten. Das ging auch noch, aber jedes Mal, wenn ich in den Rückspiegel geguckt habe, habe ich sowas hier gesehen. Ich bin ja auch kein Unschuldslamm und ich habe auch den ein oder anderen was sonst gemacht. Den ein oder anderen Ausritt, aber entweder sehe ich das zu eng und nehme es einfach zu realistisch. Hier, was soll denn das? Hast du das gesehen? Alle vier Räder links von der Strecke,
Und hier wieder Steinsfisch in die Räder. Und jetzt hier noch raus. Es ist unsauber, es ist nicht korrekt. Und wenn man sich so dann halt den zweiten Platz holt, dann ärgert es mich. Gut, ich hatte echt dieses Problem mit dem Überrundenden, mit dem Franzosen. Das ist jetzt nicht der, das ist der Pole, der dann auch zu dem Zeitpunkt auf P3 fuhr. Aber ärgert mich einfach, weil dadurch ich echt einen sehr guten zweiten Platz aus der Hand gegeben habe. Der Typ hier, der da fuhr, weiß nicht, was ich von dem halten soll. Auch die Aktion hier wieder den Orangefarbenen, den Polen hier überholt hat in der dritten, vierten Runde, das war grenzwertig. Da habe ich mein Incident jetzt her. Ja, hier war er auch wieder außerhalb. Ist halt richtig scheiße, aber was soll man machen? Passiert halt. Die Streckenlimits sind dieses Mal irgendwie richtig. Die Runden waren ungültig, aber werden keine Strafen vergeben. Was haben andere? Ich vermute, nächste Strecke kann sein, dass wieder die Streckenlimits so hart sind, dass leicht aus dem Curb runter zu rutschen wird schon 5 Sekunden Strafe oder 10 Sekunden Strafe geben. So wie in Brands Hatch. Also es gibt hier massenweise Stellen. Oh, liebe Zeit, was denn da vorne passiert? Mumi, habt ihr das gesehen? Schaut euch mal das an hier. Wir müssen mal. Oha. Was hat er da gemacht? Der Vorderer, ich glaube, den blockieren beide hinteren Räder. Und auf dem Streifen rutscht er und bricht aus. Mhm. Der hat keinen Grip auf dem Außenreifen, auf dem lackierten Streifen. Mhm. Und dann verursacht ein Dreher. Und dann knallt in die Leitplanke auf der Gegenseite. Oh. Und dann bremsen alle hier und du fährst hier mitten drauf. Ja, weil ich habe das nicht gesehen, ich war zu nah dran. Oh, du fährst da hoch? Ja, ich habe. Das war die Aktion, wo da 3-4 Autos fahren, ja, ich erinnere mich daran. Ja. Und ich fahre schon zu nah dran und jetzt, wo ich schon gebremst habe und auf einmal steht der da. Und der fährt jetzt raus. Mhm. Jay, hast du noch irgendwelche nennenswerten Szenen, Punkte, die wir uns anschauen sollten? Mhm, Runde 8. Finde ich jetzt Runde 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das muss irgendwo jetzt hier diese Runde sein. Ja, mit dem Orangenen. Mhm, gucken wir mal rein. Willst du kommentieren? Nee, da habe ich schon genug geflucht. Ach, das war die Aktion. Ja. Die oder nächste Runde? Jetzt weiß ich nicht. Schau mal. Und jetzt bin ich zu verwirrt, dass ich so weit bin. Guck. Der hat hier einen Quersteher gehabt. Mhm. Und ich habe gedacht, der dreht raus. So. Oh. Und der schiebt mich noch raus. Hey. Was? Der schiebt dich raus? Das will ich aber noch mal sehen. Ja. Guck mal, der hat. Warum fährt er jetzt hier nach Omsen? Guck. Aber der hat dich nicht mit Absicht abgeschoben, glaube ich. Der hat, man sieht eine Bewegung. Definitiv. Aber wo soll ich hin? Ja. Schon von allem der Kontakt davor hat mich schon genervt. Da, die Situation da oben. Ja gut, der will sich halt für die Kurve positionieren. Ja. Naja, egal. Eieiei. Okay, haben wir noch was von dir? Letzte Turn. Letzte Runde. Letzte Runde. Wieder? Ja. Dann gehen wir noch kurz auf den Chat ein. Ich habe gesehen, dass der Tobi heute zugeguckt hat. Passiert irgendwas? Jetzt weiß ich nicht, ob hier. Da bin ich schon richtig vorsichtig gefahren. Jetzt hier vor der S. Ich habe gemerkt, die bremsen hier viel früher als ich. Ja. Oha. Und dann habe ich Glück gehabt, dass ich den noch nicht erwischt habe.
Aber komischerweise, jetzt weiß ich nicht von wo, von hinten kommt jetzt ein Auto. Und ich denke, das ist wieder so um HF Breite, habe ich den Platz noch über die Startziel gerettet. Weil der bremst mich hier ziemlich stark. Ja, oh, hier schon vorbei. Ich glaube, da bin ich zu dem Zeitpunkt ausgestiegen. Ah, okay. Okay, tut mir leid. Ja, aber gut, dann ich glaube, das war's dann, ne? Von mit das unserem, war's. Ja. So. Jetzt. Ja, ich meine, Fazit. Wie lautet dein Fazit, Jay? Na, warte mal, bevor wir das Fazit machen, möchte ich noch kurz auf den Chat eingehen. Und zwar, der Tobi war heute da, der schreibt, wir haben eigentlich ein geiles Thumbnail. Das stimmt, das habe aber nicht ich kreiert, sonst hat er Sepp kreiert und dieses Thumbnail wird immer gezeigt werden, die gesamte Rennserie über. Und zwar, der Sepp hat echt coole Crashbilder kreiert, auch mit dem Mazda und mit dem Abarth, die haben wir auch alle gar nicht gezeigt, leider. Aber ich glaube, das ist jetzt echt eine schöne Tradition, wenn wir diese Bilder hier zeigen bei der Ankündigung unserer Streams. Und die sind echt immer witzig und echt mega geil. Und freue ich mich auch schon sehr drauf. Also das Ding habe nicht ich gemacht. Und die Skins, die wir hier gesehen haben, die wir anfangs der Analyse uns angeguckt haben, diese kommen auch alle von Sepp. So, genau. So, jetzt noch vielleicht die Ergebnisse von heute. Die Ergebnisse gucken wir uns noch an, richtig. Und zwar, ich mach das mal kurz. Oder möchtest du? Okay, also ich bin auf Platz 11 gelandet mit 6 Incidents, 60 Punkte. Und der Alex ist auf P3 mit 2 Incidents und 89 Punkten. Woher ich die 2 Incidents habe, möchte ich gerne wissen. Einer definitiv, wo der zweite herkommt. Vielleicht, also weiß ich nicht. Kann ich mir nicht erklären. Da glaube ich okay. Nicht dran. Ich glaube nicht dran, dass ich 2 Incidents habe. Aber wo soll der zweite herkommen? Der eine Kontakt, das war diese Heavy-Geschichte. Am vielleicht, Anfang? Vielleicht war der zweite Incident die Berührung mit dem Überrundenden. Am Anfang gab es keine. Aber bei mir leuchtete auch gar nichts auf. Naja, jedenfalls, also es ärgert mich sehr. Kein Rennen nach Maß, dafür ist aber das Rating wieder gestiegen, das ist gut, das ist jetzt bei 684,4. Gehe ich mir gleich an. Trotzdem. Ich denke, bei mir ist zurückgegangen. Bei Jack haben wir. Und ein paar Zehntel. Also ich habe 602 und ich denke, ich hatte ein bisschen mehr davon. Ja. Kann ich vielleicht am Handy gucken? Ja, also Fazit, Jay, hast du da ein paar Worte zu? So wie wir vermutet haben, inzidenzreiches Rennen, dass wir so unsauber fahrende Mitstreiter haben, habe ich nicht gedacht. Der Reifen hat besser gehalten, als ich gedacht habe. Mhm. Da habe ich nicht, also im Trainings habe ich mehr Einbuße gehabt. Es kann aber auch dem geschuldet sein, dass wir so involviert waren in die Wettkämpfe, dass man das gar nicht bemerkt hat. Genau, richtig. Ich bin einfach echt wieder mal schockiert über die Art und Weise, wie gefahren wurde. Zum einen über den diesen Überrundenden da wirklich, das ist jetzt echt so ein leidiges Thema. Man wird es halt echt nie wegbekommen, aber muss man halt das Beste draus machen. Ich werde den Typen sicherlich anschreiben und sagen, dass das halt echt nicht gut war. Aber gut, entweder nimmt das zur Kenntnis oder nicht und war es halt gegebene Zeit. Aber die Strecke, die sieht halt echt einfach aus, aber die hat es mega in sich, finde ich. Du hast am Anfang von unserem Stream gesagt, das Ding sei langweilig. In gewisser Weise schon, aber es sind zwei, drei Kurven drin, die musst du perfekt erwischen, um einfach vorne mitfahren zu können. Das ist für mich die erste Kurve, also der Haken nach links, diese fast 90 Grad. Und das ist auf jeden Fall die letzte Kurve. Dann dieses Geschlängel, dieser technische Teil, da muss man auch gucken, wie man da sauber durchkommt. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Aber diese zwei Kurven
auf das Startziel gerannt, die haben es in Sicht und in sich. Und wenn wir die schaffen, wenn wir die meistern, dann fahren wir ums Podium mit, dessen bin ich mir sicher. Also das mit dem Langweiligen muss ich ein bisschen revidieren. Bei den 24 Fahrzeugen auf der Strecke ist das was ganz anderes, wo wir selber den Training machen, wo wir alle eigentlich für uns alleine fahren. Mhm. Wenn wir mit genügend Abstand fahren, der eine merkt nichts von dem anderen. Aber jetzt hat das wirklich Spaß gemacht. Ich konnte noch, sagen wir, 5 oder 10 Runden noch vertragen. Mhm. Dann konnte ich mich noch ein bisschen nach vorne vorkämpfen. No, mal schauen, was am Donnerstag wird. Genau, eben. Ich glaube, das sind, ist auch ein gutes Schlusswort für heute. Mal sehen, was am Donnerstag wird. Also vormerken, wir sind am Donnerstag wieder am Start. Zweite Chance hier auf der Rennstrecke hier in Spielberg. Jay, vielen Dank fürs Mitracen an Zuschauern, die heute zugeguckt haben. Vielen Dank fürs Zugucken auf jeden Fall. Danke an Sepp für diese geilen Skins, für das Crashbild und in dem Sinne, hoffentlich hat Spaß gemacht. Ich weiß, was ich zu tun habe, welche Ziele ich mir setze für nächsten Donnerstag und freue ich mich drauf. In diesem Sinne, bis bald und ja, keep racing. Ciao. Ciao.